Guten Morgen. Ich begrüße Sie im Namen Jesus Christus. Ich habe mich von diesem Morgen gewählt, zu reden von Gott seine große Kraft. Von Gott seine Kraft. Und ich will hauptsächlich reden von der Erfahrenheiten, die kenne ich David mit Gott. Ich gleiche die Geschichte von David, so, wie will es sein. Du lehrt einer von, was er deut, wo er sich da mit ihm deut, und er stündet am Tau, am Wara, war er hohen Stund, hat er Tau, dass andert und Gott fehlen deut, wenn er so was Entscheidungen merken in seinem Leben, in seiner Lehrerschaft und so weiter, wo er immer an Gott denkt und fügt ihm nur Help in der Rot und so weiter. Er deut nicht so leicht, was er deut ohne Gott am sein, das was er soll down und wo er das soll down. Und dort lehre ich so von dir. Und ich gleich den seine Geschichten. Ich habe in der letzten Zeit noch viel Zeit genommen, die man studieren in 1. Samuel und 2. Samuel und du lest, wie viel von denen sie erfahren hatten. So, ich will uns hier von dir nicht das verlesen, um uns da bekannt zu merken mit den Geschichten. Weil ich weiß, wir sind alle sehr bekannt mit David in den seine Geschichten und so weiter. Aber das sind gewisse Dinge, die ich will rüttegnen von denen sie leben, von wo er regieren wird und wo er Gott am Help freuen wird, wie es sich sein wird. Und wo Gott am Halten deit und am Wiesen deit, wann er Frauen deit nur help. Erstlich, wir kennen ich Saul, wie der erste König in Israel. Und der wird Gott nicht gehorsam gewesen für was Gott will haben von ihm, wo er das Volk soll regieren und sie wieder, wo er soll down in sein Amt. Er wird auch gehorsam, so Gott nimmt an sein Amt weich als König. Erstlich hat Gott im Sinn, er will ihm das Königreich in sein Nachkommenschaft, dort immer beantwortet blieben. Aber durch seine Eingehorsamkeit hat er dessen Platz verloren. In 1. Samuel, 3. Kapitel, Vers 14, du lest, wie wo Gott nun sich einen anderen gewählt hat, dann seinen Platz nehmen. Will es jetzt passieren, dass ich so rumnehme, dass wenn Saul eingehorsam wird, sagt er in Vers 14, nun aber wird das Königreich nicht mehr bei dir bleiben, also wie König Saul. Der Herr hat sich einen Mann gewählt, der ihm vom Herzen gefällt. So, ich leite hier, dass hier sein, dass der Herr hat sich in Ohren gewählt. Das hat sich nicht einer von den Menschen gewählt, der hat wohl dessen David wählen als König für Israel, aber der Herr hat selbst sich dessen Mann gewählt. Und das war ich gleich von dieser Geschichte, dass wir ein gewählter Mann, ein junger Mann, als er gewählt wird, hat Gott sich einmal gewählt, König zu sein über Israel. Und das heißt, in Heihaft, den angestellt als Lehrer über sein Volk, dort erst willst du nicht gedun hast, was der Herr dir gesagt hat. Also kann ich soll, hat nicht gedun, was der Herr ihm gesagt hat. Du wenn hat heute diesen Platz verloren. Und wir lesen von David, aus Heil von Jung und von Gemeinschaft haben mit Gott, wo er erfahren hat mit Gott, wo Gott am Leiden deit und Führen deit auf verschiedene Wege. Und oftmals, wo ihm das an Rot fehlen, der auch Lothar aus Heil König wird, fehlen das oftmals an Rot und wo er hingeht. Er ging nicht Gott in Rot. Nicht nur Menschen, aber er ging nicht Gott in Rot in der Halb, in seiner Zeit. Und wir fangen das oftmals, wenn wir in seiner Geschichte lesen, dat, wo er sich durchfängt, wo er sich nicht weiß, zu roden, was er soll tun. Eier, hei, farwärts ging hei, ich habe in den Garten früh, was soll ich tun, was muss ich haben, was ich soll tun. Und so hei wird ein Mann, was er sehr versichtig wird in sein Leben. Und oftmals früher am Eier, hei, je in die Fien gehen, denn sie haben oftmals, hat der Krieg, hat je in die Fien, oftmals früher ich gerade, was du mir sich geben, je in diese. Wenn du was haben, ich soll je in entgehen, wo wir sich haben. Und dann lührt er eine Antwort von Gott. Eier hei gondeid, eier hei farwärts gondeid, lührt er eine Antwort von Gott. Eier hei gondeid. So, er wird ein sehr versicher Mann. Er lührt immer eine Gott eine Antwort. Und er wisst, dass Gott wird da, ab wem er sich verloten kann. Und wir lesen im Psalm 46, Vers 2, auch sagt er, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Kraft. Er ist eine gewünschte Halb in großer Not. Und ich glaube, da haben viele von uns auch Gefährten gefunden, dass das Gott, das ist ein Gott, wo wir können gehen. Er ist der, was unsere Kraft ist.
noch als eine gewünschte Halb, so auf Muls, und so wieder auch wie David sein Leben. Und auch willst wie dessen Gott haben aus uns Lehrer, aus uns Herr, sagt er in Vers 3, durchwegen, wo wir uns nicht fürchten, und wenn der Welt sich auch würde andrehen, in der Boy im Meer versinken. So, und dann wurde er uns angewendet, wenn wir Gott haben aus uns Halper, aus uns Herr in Heiland, dann haben wir eine angewendet, dann brauchen wir uns nicht fürchten, und dann wurde er angewendet an uns. So, ich will von der, hauptsächlich von David, Wort von seine Geschichten, ich will nicht all seine Geschichten vertellen, aber Wort von der, was ich mir gewählt habe, was ich genommen habe, wo ich will wiesen, was ich will uttegnen von denen sein Leben, was mir viel Mut geben hat und Freude geben hat. Und wir wissen auch von David, auch von Jung an, er hat eine Mut, Daniel einmal nur Gott zu gehen und zu helfen. Er hat ein Verhältnis mit Gott von Jung an. Er hat Gemeinschaft mit Gott und Gott wird biarm, als er der Horde wird für seine Schub. Wir wissen von der Geschichte von uns aus Israel und Krieg, wie je in Erefin, je in die Philister, wo sie du am Kampf kommen, wo China wieder verabgeundet, weil sie haben einen großen Ries, wo sie nicht gehen können, sie wollen sich nicht gehen denen. Und dafür kommt der Hahn und bejenet uns das dort. Die Geschichte habe ich vielleicht gehört, aber ganz bekannt, aber ich wollte nicht ganz lesen. Aber David vertellt den König Saul, was damit passiert wird in seinem Leben. Er sagt, er wird, weil ich hier in dessen Ries gehen, weil er will sich sicher, dass er hat in Gott, was am halten wird. Und so er vertellt Saul seine Geschichte, von was passiert wird, als er jung, nochmal jung wird, als er ein Hort wird, als er die Schubherden und so wieder, und wo Gott wie am gewahrt wird. Und 1. Samuel 17, Vers 2, und da sagt er, und David sagt zu Saul, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Ich will gehen mit den Kämpfen. So wie hier in David hat großen Confidence in Gott. Er will sich sicher, das Gott, der wird am halten. Er wird ja in den gehen. Keiner soll sich fürchten für diesen. Und Saul sagt, nee, du kannst nicht mit diesen Philister kriegen. Du bist nur ein Jung. So hat er das Ding gehalten. Denk mal dir, du bist noch nur ein Jung. Du wirst nicht sagen, je in dessen gehen. Und sagt er, in diesem Mann hat von Jung an Kriegen gelehrt. Das heißt, die werden gerade Unterscheid waschen. Den kann ich Saul in Arm. Heute wird noch mal ein alter Junge, Und das große Ries, das wird ein Utgelehrer als Soldat, der hat von Jung an gelehrt zu kriegen. So heute hat er sozusagen vielleicht eine Warnung gegeben. Er hat keine Gelegenheit, je in dessen zu gehen. So dann vertalt er seine Geschichte von was Gott in seinem Leben getan hat. In Vers 37, 1. Samuel 17, Vers 37, sagt dann, der Herr hat mich von den Kleven von Leib und von den Kleven von einem Bäuerrat und er wollte mich auch von diesen Philister seine Kleven raten. So hat er dann auch eine Kleve, die er jenen anbietet. Er wollte ihm auch raten von denen. Und David sagt er, als er das hören, dass er gleich den kann bereden, dass er das nicht soll tun, sagt David, er sagt Saul, zu David, go und mach der Herr mit dir sein. Und dann weiter von der Geschichte, wo er sich dann reinmerken wird, er soll sich seine Kriegsgereitschaft antragen, das ganze Geschirr und alles, und wieder am Stich, das fehl am Gleich. Er hat nach Himmel das Geschirr gebrückt, je in die Fien gehen, was er hat gehört in seinem Leben, und er will auch hier je in dessen großen Ries gehen, mit dem großen Geschirr an, er kann nicht mehr so leicht gehen. Und so, er ging lieber mit dort, wo er hat, wo er vorher hat, je in seine Fien gefährt. Und wir wissen, dass er ein Stich bietet mit den großen Ries. Wir, Vers 3, 4, sagt er, in der Philister sehen, sieh ich einen Hund, dass du je in mir kämpfst mit dem Stock. Und wir wissen, ein Schubshort, der hat allgemein einen Stock besiegt. Das ist, was David mit sich hat, bloß das ist ein Stock. Er hat durch die Kriegsgerätschaft das dass die Soldaten allgemein haben. So heute sieht er, lade das von einem Hund sieht, dass die was gehen, mich kommen mit den Stocken, was mich wachjauen. Und der Philister pflegt David ut in den Nomen von seinen Jatta. So hier kriegt David ut gepflegt von diesen großen Ries. Von den Ries seine Eni mit seinen Jatta. So das wurde der Philister anfängt zu vertalen. In aus
Es hat dann die Stechter wieder auch beantwortet, dann fängt David an zu vertrauen. Ich schaue, Saul hier anfängt zu vertrauen, nicht David. Dann sieht David zu den Philister, du kämpfst nur mit einem Schwert, einem Spitz und einer Schmiedstange, aber auch kommen die in den Namen von den Herren, der alles regiert. In der Gott, über das israelitische Herr ist, wohnen du getrotzt hast. So hier vertraut er einmal, du kannst mit denen geschehen, mit denen ausgelehrten Macht, was du hast, wo du dich auch verloren hast, mit deinen Spitzen, in Schwert, in aller Hand, und ich komme bloß in den Namen des Herrn. So ist ich sie. So das hat da ein großer Unterschied zwischen diesen beiden. Aber wie wir in der Geschichte, wo er sich hat, jenen Philister, hat er schlug am Dohl. Und er gewandt den Krieg für Israel. Und Gott, wir beamen, er weiß sich stark in sein Leben. Und bloß wir uns, was Gott für ihn getan hat und für her, und hat er nie weiter ihm geholfen. Und er hat hier einen großen Krieg gewonnen. Und er sieht ihm dort, dass er hat am Meierzmal geraten von den Kleven von wilden Tieren und so weiter. So Gott hat ein Verhältnis mit David und David hat ein Verhältnis mit Gott. So da wird ein großer Unterschied zwischen David und dessen Ries. Und dann weiß man, dass er diesen Krieg gewonnen hat. David kriegt viel Anerkennung von Menschen, was er getan hat, was er konnte tun. Und er hat auch mehr mal Luther hier in den Philister gewonnen und hat große Respekt gekriegt von vielen Menschen. Und er fängt an zu loben und zu preisen und so weiter. Und dann fängt Saul an, aufjanzig zu werden. Er fängt David an, schlechte Lieden zu kennen. Er gleicht ihn nicht mehr. So er fängt an zu proben, dass er in sein Leben nehmen kann. So er hat wieder eine Lebensgefahr, jen Saul, den kenne ich da. Als vorher auch hat er viel Gutes getan, er hat den großen Gefallen getan, jen den Philister gewonnen und so weiter. Aber oft ganz kam hier mank. Und er wird schlimm über David und probt in sein Leben zu nehmen. Und so dann muss er sein, dass er weich kam von da, weil er wird eine Lebensgefahr. Von Saul. Er probt in sein Leben zu nehmen, so er muss sich wachbringen von da und sein, dass er wachkommt, dass er nicht wird durchgemerkt worden von Saul. Und dann kommt er da, wo David in eine Gruppe Menschen taub kriegt, was seine eigenen Soldaten wären, sozusagen, seine eigenen Menschen, und sie mussten immer euphorisch wachrennen von Erefin, von Saul und seinen Soldaten. Und wir lesen noch einmal war er da, wo Gott am beschätzen hat, dass er wach wird, dass er wach ran muss von Saul, wo Gott am beschätzen hat, bewohren hat und einmal am verrückt weiten lassen hat, dass die Hänge arm werden, die wir dicht bei arm, dass er muss von einer Stelle nach der anderen Stelle, muss er sich wach bringen von dir, was die neue Sinne finden werden. Und wenn David auch sozusagen, er wird auch König über das Volk, aber er muss dabei noch einmal wach ran, für das, die wollen sein Leben nehmen. Und dann lohnt er eine Zeit, als David durch seine eine Armee hat von 600 Menschen, haben sie eine Stadt gefunden, einen Platz gefunden, wo sie sich abholen werden, wo sozusagen er tüß wird für die Zeit dann. Und sie hatten auch Familie und Kinder und so weiter. Und das ist ein Platz, der nannte sich Ziklag. Dort hielten sie sich ab. Und dort haben sie sozusagen, da haben sie tüß gemerkt, da haben ihre Familie, haben mehr oder vielleicht ein Teil von der, haben frühes. Und haben noch Kinder und viel haben gehabt und so weiter. Und da leiten sie ihre Familie aufmals von David mit seinen Männern. Dann war ich hier für eine Zeit lang. Die Familie, die bleiben dann hängen, hier bei dieser Stadt, bei Ziklag. Da leiten sie ihre Familie. Und sie war hier in einer Satz dann wieder durch, weil so hat David sich mit seinen Männern auf dem Bach gegeben für eine Zeit lang. Während sie zu Fuß gegangen und die Familie wird hängen geblieben. Und dann sehe ich ein Trägheim von Dorf und was immer sie dann deuten, als ein Träg in der Ziklag kam, in ihrer Familie, wo sie hier ein Heim dann nicht hatten. Sag ich das in 1. Samuel, wenn wir immer gehen mit dem 30. Kapitel, da haben wir die Geschichte von was hier passiert, was hier stattfindet in Davids Leben, wo er auch hat, glaubt das eigentlich erfahren mit seinen Familien und alles. Als ein Trägheim in der Ziklag, dann wir noch was Räber gekommen hatten, das Land angenommen, haben alle Menschen gestohlen, alle frühesten Kinder gestohlen und das haben Geld und alles.
Und da haben sie da angesteckt und da alle verbrannt. So traf David da an in seine Männer. In 1. Samuel 30, Vers 1 sagte dann, am dritten Tag kam David in seine Männer treten aus Ziklag und fangen dort die Amalekiter, der dort Land im Süden Kanaan gestohlen hatten, in auch in Ziklag. Ziklag haben sie angenommen und angesteckt. So hier haben sie alles angesteckt und verbrannt dort. So haben sie auch alle ihre Frühes, die wird mit anwirren, weichgeführt. In der Arme und der Recke, sie haben keinen Deut gemerkt, über allem mitgenommen, aus sie trägen. So, sie traf David und seine Männer trafen sie da an. Sie trägt ihm von, wo immer sie wären, gewasst für eine Zeit lang, was sie trägen. Sie trafen sie da an. Wir alle verbrannt, er frühes in Kenia, wären weichgenommen worden. Und so, sie haben hier eine sehr schlechte Zeit, was sie hier begegnen deuten. Das sagt in Vers 3, aus David und seine Männer dann nur die Stadt, diese Stadt kämen, fangen sie, der ausgebrannt und dort ihre Frühes in Kenia festgenommen werden. Und David und seine Männer schreien und hielten, bis sie nicht mehr Kraft zum Hielen hatten. So, das wird nicht nur sehr gute Zeit, was sie hier hatten, was sie hier begehen werden. Und David seine Frühes werden auch wahrgenommen worden. David hat 2 Frühes. Und so, das wird bloß nicht eine gute Zeit hier für David auch nicht. In Vers 6, Kapitel 30, Vers 6, sagt er, das wird ein schlimmer Leo für David. Seine Männer reden von am Steinchen. So, hier wird er eine Lebensgefahr von seinen einen Männern. Die werden bei dir gekommen, sie werden antreffen, sie werden so schlimm und ihnen so schlecht, sie plündern David zu Steinchen. Weil sie so geschlagen werden. Dass ihre Familie schwach werden. So hier wir haben eine Gefahr, eine Lebensgefahr. Was soll er hier tun? Er wird ein Lehrer. Und er kriegt einen Arm, vielleicht auch eine Rot. Was werden wir hier tun mit dem, was wir hier angetroffen haben? So er wird sich hier nicht roten, was er soll tun. Und er sagt, das wird eine schlimme Lehre für David. Und so wo fängt David dann Kraft? Hat er einen Gott. Sagt doch, was soll alles passieren? Sagt er doch, David von Kraft in den Herrn sehen Gott. Den Herrn sehen Gott. Du von kein Kraft in der Zeit. Heute konnte ich nicht eins von seinen Männern gehen, weil seine Soldaten werden sie wieder. Die werden dann nicht am Halten, die werden dann am Stein gehen. Die werden nicht am Stein gehen. Die geben ihm die Schuld. Oftmals ist das so. Der Lehrer kriegt die Schuld für alle Entscheidungen, die gemerkt wurden. Und so wird es hier auch. Und da wird auch von David gekriegt sein, dort ist die Schuld, warum das passiert ist. Und da werden drei Amte steinigen. Aber heu von Kraft in Sinn, in den Herrn, sehen Gott. So heu verleiht sich nicht auf seine eine Kraft, auf sich selbst, aber wahrer verleiht sich auf Gott und heu kriegt durch Help, heu kriegt durch Kraft in dieser Zeit. So, wo immer das ist, wo immer das wird, wo wir David finden, was immer er dort, was er da erfahren hat, was er merken hat, verlässt er sich auf Gott, jetzt hat er Gott. Und gleich als wir auch von der und auch wie genug, wenn wir eins erfahren haben, wo wir nicht gehen können, was wir nicht halten können selbst, wir haben auch einen Gott, wo wir uns auch können, verloren, wo wir können gehen. Das haben wir gleich derselbe Gott. Das Paulus auch sagt in Römer 8, Vers 31, was soll wir hier zu sein? Wenn Gott ab uns sieht, wer kann dann jen uns sein? Und das sind wir jen uns ist. Aber wenn wir Gott an uns sieht haben, dann kann keiner jen uns sein. Auch in Hebräer 3, Vers 18 sagt er, du wehen, wo ich mich zu den Herrn freien, in mein Gott, in mich ab Gott verloren, der mir raten wird. So, das ist derselbe Gott, der uns von der Nachhinein kann raten, von alles, von wenn wir uns eins finden, wo wir in die gefährliche Tiden nennen, die Roden tun. Gott ist der, was uns halten wird. Wenn wir den haben, aus uns Haar an Heiland. Er kann uns auch halten. Sagt er, du wegen, wo ich mich den Herrn, und den Herrn freien, in mich Gott, ab Gott verloren, der mir raten wird. Und oftmals fangen wir uns vielleicht auch durch, wir sind durch, wo wir müde sind und alles geht gegen uns und uns fehlt Rot und Help
in Kraft und so wieder. Und Jesus hat selbst in Matthäus aufachend, finde ich auch, kommt alle nicht mit, die in schwere Lasten gehen und bedrängt sind und müde sind. Ich will ihnen drüber geben. Das, wo wir unsere Rot auch finden können, wo wir uns können freuen, in Arm. Hei as well, uns hei as der, was uns will, rüber geben in den schweren Tiden, die wir durchgehen. Das ist besonders, ich dachte, das ist wirklich und das ist ein Gott, doch, in dem wir können Rot gehen. Wir haben verschiedene Dinge, was wir vielleicht alle von dir gehört haben, von das eigentlich, was da passieren wird, durch den Weg. Dann waren die Menschen, die auch Verlust gekriegt haben, die Verlust erfahren haben, vielleicht auch zu denken, wo soll ich hingehen, wem kann ich gehen? Und wie kann nur dessen Herrn gehen? Ein junger Mann, der sein Leben verlieren wird durch einen fettigen Accident, und hängen Leute seine Früh, und drei oder vier Kinder, glaube ich, hatten die nicht. Das Atem, Feuerkinder. Die waren vielleicht auch so gedacht haben, wo soll ich in der Rot gehen? Wo soll ich hingehen? Aber es ist in der Stadt auch, Gott ist durch für so eine Stadt, wo die dann Meiden bedrängt sind. So wir erfahren das auch, jeden Tag, wie kommt jeden Feind in jeden, eigentlich in jeden, verschiedene Dinge, die wir erfahren in unserem Leben. Aber wir haben in Gott, in den wir können gehen in der Rot, in Frau und den, was soll ich tun? Das ist Jeremia 33, Vers 3, auch gesagt, frag mich, dass ich die sagen kann. Hei ist der, wem wir können Rot fragen. Und das, was David hier auch deutet, in den Umständen, wo sie sich gefangen deuten, wo sie einen bestohlen haben, in ihre vielleicht Häuser und alles, wo sie beim Wohnen deuten, was da verbrannt wird, haben sie angesteckt, wird verbrannt. Und was soll David nun tun? Die verleiten sich am Arm, hei wie der Lehrer, was soll er tun? Das sage ich in Vers 8, und David fürcht den Herrn, soll ich das Rebbe herangehen? So hat er sich nicht selbst entschieden, dass ich das oder das tun. Er fürcht Gott, er sagt, soll ich das herangehen? Soll ich mir in die vorderen Saaten in der herangehen? Und wo ich die anholen? So er will vorsichtig sein, die Entscheidung, was er mir angeht, soll ich das tun oder nicht? Und er kriegt eine Antwort. Sag ich in, der Antwort kam. So he frucht Gott, und Gott kam am entgegen mit einer Antwort. He sagt, gute hänger an. Gute hänger an, sagt er. Du wirst dich unbedingt anholen, und wirst ganz sicher die Gefangenen raten. So hier kriege ich eine Antwort von Gott. He sagt, du sollst dich hänger angehen, du wirst dich kriegen und du wirst all dort, was sie sich mitgenommen haben, wirst das mit reinbringen. So ich kriege ich gute Nachricht von Gott. Er soll gehen und er wird dich kriegen. Er wird hier sichern gehen. Und dann sagt er, dann leiden David und seine Männer los und jäuven sich auf dem Weg der Hänger an. David hat gesagt, das ist wie ihr schon lesen, denn David hat gesagt, 100 Männer, die mit am Wieren, so sie müden sich auf dem Weg. 1. Samuel 30, Vers 9 sagt, dann leiden David und seine 600 Männer los und sie kommen mit den Rifa. Und hier bei diesen Rifa, da werden 200 Stück von den Menschen, die meid worden. Sie wollen nicht wieder aus dort, sie können nicht wieder. So sie hat sich entschieden, sie wollen hängen bleiben, sie wollen nicht mitgehen mit Arm. So hat verloren hier 200 von seinen Soldaten. Und Janne, die Amalekiter, dort werden sehr große Bauern, sehr große Schwer Soldaten. So hat verloren hier 200 Menschen. Und David, der wollte wegen nicht mautlos, er ging wegen wieder. Er ging vorab mit seinen 400 Menschen und ging der Hänger an. Und wir haben immer gehen mit Vers 18, sagt er, und David rat alles, was der Amalekiter genommen hatten. Er rat auch in seinem Bett frühes. Und sagt er, und dort fehlt um kein von ihren Menschen, nicht von den Armen und nicht von der Recke, nicht Junges und nicht Mialen. Und auch nicht, was gestohlen wird. David braucht alles drei. So David, er will sich sagen, er hat von Gott gehört, dass er wird die drei kriegen, er soll sich am Bach geben. Und dort verleiht er sich und er ging vorwärts. Von auch viele von seinen Soldaten am Hänger loten leiden. Er wird, wenn er am Bach ging, und er kriegt alles drei. All die Frühes, die Jungen und Mialen und die Frühes, braucht er alle, was er mit drei. Kann es Gott ihm gesagt haben, was da wird passieren.
Wir lesen nicht sehr leicht, glaube ich, einmal, wo David eins hat sich entschieden, vor Heuvel down, dass er nicht erst ohne Gott seine Freiheit hat, als seine Advice Frauen hat. Und er fragt einmal, was willst du wollen haben, was ich soll down? Und wir können einmal weiter lesen, wo Gott einmal verschiedene Städte ab machen, was ich geholfen hat. Und dann noch eine Erfahrung hat, wo ich andenken hat, wo ich will retechnen, was da passieren hat, aus David Neul König geworden wird, dass wir dann Lothar aus der König Saul all gestorben wird, aus der Dort wird, nun kriegt David schließlich seinen Platz an, wo er angesolt wird als König. Nun kommt der Pastor, wo er König wird, und er hat ihn am Ansolven territiert. Und das ist in 2. Samuel Kapitel 5, sagt Vers 1, dann kommen alle Stamm von Israel nur David in Hebron und Seden, wir sind von der Zelle Volk aus Dübers. Du wirst all dann aus Saul nach König über uns wir, der Janja, der unsere Armee leiden wird. Der Herr verspricht dir, du sollst der Horde über mein Volk Israel sein. Und du sollst der Volkslehrer über Israel sein. So, das sehen Sie da am Hill. Du wirst dann sozusagen, du wirst ein Lehrer. Du sollst dort, wo ein König soll sein, du wirst der Lehrer zu der Herr dort. All euer Heu wörtlich angesolbt wird als König. Und dann kommen alle Lehrer von Israel, nur David in Hebron, und David mög für den Herrn ein Bund mit der Lied in Hebron. Und sie solden David do an als König über Israel. So hier wird David dann schließlich in der Wirklichkeit der König. Und David wird 30 Jahre als der König. Wird. Er wird nach einem ganz jungen Mann, aber er wird in der Wirklichkeit wird er all gewählt als König, ich glaube, 15 Jahre fördert, wo er all von Gott gewählt wird als König. Aber nun ist er 30 Jahre alt, wie er nun wird, er dann König nimmt diesen Platz an. Dann er wird für 40 Jahre König. Und dann sagt er, dass der Philister dort Hirden, die Hirden kriegen, dass er König geworden wird, der angesolt wird als König, können sie amen gehen. Der gefällt nicht. Sag ich in 1. Samuel 4, Vers 17, aus den Philister Hirden, dort David angesolft wie aus König über Israel, ging ihre ganze Armee und sagten nur David. David über hier davon und versichert sich in einen Schutzturm. Und er sagte, in den Philister wären an Entjähen gekommen und hatten sich in dort Raphaim-Tul angesagt. Hier in ein Tool, da haben sie sich angestellt, zu kriegen, die in David, den Proben zu kriegen. Und hier auch war er. Hier wird David gehen, diese große Armee von ihrer Feind, und am Feld war er rot. Und was er hier war, in Vers 19 sagt er, und David flucht den Herrn, soll ich mit meiner Armee gehen, die Philister gehen. So hier habe ich war er. Vater sein, er geht nicht jeden in der Fien, ob es vor der Reit wir in die Kriegen gehen an, aber er geht nicht vor, was er erst von Gott gehört hat. Er geht erst und frucht, soll ich mit meiner Armee gehen in die Philister gehen. Er will nicht seine Armee in die Gefahr sagen, ohne dass es von Gott wird, dass Gott das hat teuer lohnt. Und er fragt, was du mir den Sieg immer angeben? Und weil er das ist euer auch in der Haar Antwort. So hier kriegt er eine Antwort. Er fürcht Gott und Gott gibt ihm eine Antwort. In der Haar Antwort, David. Er sagt, geh jen an, ich werde dir den in deine Macht geben. So durch jeder an, was er die Sache hat geben, dass du wirst sich an jen deine Fien. So er sagt, geh jen dein. Da wird ein guter Trost gewesen für David, dass wenn er Gott noch was fragt, dass Gott Fuß rein wird mit einer Antwort. Und er hat die Antwort gegeben, entweder du sollst gehen oder du sollst nicht gehen. Und er sagt, go. Und er ging durch, was Gott ihm gesagt hat. Ich werde dir den in deine Macht geben. Und er sagte, und David ging nur bald Parizim und schlug die Philister durch. Und David sagte, der Herr hat mich auf meine Feinde abgebrochen und aus dem großen Wand Hüchwutter. Deswegen wird er steht, bald Parazim genannt.
So hier gebe ich Gott den Kredit. Er sagt, Gott hat das getan. Er nimmt sich den Kredit in Salz an. Er sagt, ich kann sagen, Gott, ich kriege, ich weiß, was ich da und ich habe gewonnen, ich kann meine Armee haben gewonnen. Aber er gebe Gott die Ehre. Gott hat er abgebrochen. Und sie haben einen großen Sieg gekriegt, gegen die Philister, mit denen sie fair und kriegen werden. Und so haben sie gewonnen. Aber die Philister, die geben danach gleich ab. Hier haben sie dort einen Sieg gekriegt, gegen die Fien. Aber die Philister geben gleich ab. Vers 22 sagt, dann kommen die Philister noch einmal und sammeln sich in das Raphaim-Tol. So in der Salje steht es, wo sie sich erst versammelt haben, nun kommen die Philister, aber gleich die Salje fien, die Philister, kommen weiter hier in Zahan, auch mit dem Saljentol, wo sie sich toptrafen, da in jenen David zu gehen. Und so hier wird einer vielleicht so denken, David, der wisst halt, wer diese Menschen wären, und sie haben so einen großen Sieg gehabt, jenen da, so sie können wirklich bis weiter gehen. Warum nicht bis vorwärts gehen und kriegen jenen da, weil sie nicht wissen soll, ein bisschen, was ihre Schwachheit werden und was sie können tun, jenen da und so weiter. Und so trafen sie gleich mit dem selben Tool. Aber heute dürfen wir noch nicht gehen, euer Gott am Hort Rot gegeben. Dann ging David weiter und fragte den Herrn. Er ging weiter und fragte den Herrn, was er soll tun. Dann sagt er, in Vers 23, 2. Samuel 4, Vers 23, und als David demmal den Herrn fragt, seht ihr, du sollst nicht nur angehen. So hier wieder Antwort mit anders. Also du sollst nicht angehen. Du sollst rumgehen, was hängen an, in an von Reichtum von den Bakerbäum angerieben. Martin Luther und King James sagen, das wären diese Bäume, das wären Mühlbeerenbäume. Aber das hier und daunt. Hier sagt, das wären Bakerbäume. Also du sollst hängen rumgehen von hängen. Du machst den Bakerbäum, du sollst sich hinter dir begegnen. Und dann sagt er, wenn du da oben in den Bakerbäum in Rüscheln aus von Soldaten marschieren hörst, dann grieb man an. So hier seht ihr, das wieder Teken, wo du das nur lernen. Geh hinter dir, Allah, geh hinter dir, Fien, du machst den Bäum da. Und wenn du was in Rüscheln hörst, dann grieb dich an. Er sagt, und wenn das passiert, wenn er das wird hören, er sagt, dann ist der Herr für die gegangen, um die Philister zu vernichten. So ihr seht, er hat Heisel gegangen mit seiner Armee gegen die Kriegen, und er hat sich, aber das sagt Gott, ich war für die gegangen. Aber du sollst die Reibe merken, du sollst hinter dir gehen, du manke Bäume, und dann lernen, wenn du hörst, dass die Rüschel hier, was an den Bäumen rüscheln, der wenn der Wind wird rüscheln, und die Leute merken, dann go, dann war ich für die gegangen. Zeig das Lesen, ich dachte, wow. Ich habe auch mal gehört, aber nicht dessen, was ich vernommen habe. Was hier wirklich passieren wird. Er sagte, in David deutet so, aus der Haar am See, und sie schlugen die Philister von Geba bet Gezer. Haben war ein großer Kampf gewonnen. Ob Gott seine sei nun. Das ist, wo Gott und David sein Leben arbeiten werden. Charles Spurgeon sagt, ich kann ihn vielleicht auch hören, er sagt, von dem Geräusch, das Geräusch in den Bäumen, das wir fortstoppen von den Engeln, was Gott hat mitgebracht aus seiner Armee mit Armtaub, kämpfen die in dieser Fien für David und seine Armee. Der Schrift sagt ja nicht so stark, aber das sind gute Gedanken, wo das Geräusch wirklich wie ihr warst, was sie hören werden. Die Fien, wenn wir ein bisschen an Denken tun, ich sage mal, ich habe verschiedene Gedanken in meinem Kopf, ich kriege allerhand Gedanken, wo ich überdenken würde. Ich dachte so, als sollte vielleicht lernen würden, und diese Philister, die Fien, die lernen auch eine Ernte, und die waren da gehandelt, die sich ram entschlecken, die hängen Ernte, und dann war das vielleicht windig geworden, und die waren noch nicht gedacht, dass die Bäume rügen würden, und du ein Gelüht mehr an das Eins, oder wie ist es gewöhnlich, ein Wind wird down, nicht so? Sie waren noch nicht gedacht, aber für David wieder ein Teken. Er sagt, wenn ich dort war, hier, dann weiß ich dort. Dann go. Dort ist ein Teken zu gehen. Nicht euer. Dann wo ich fertig gehen. Und wir lesen vielmal in David seine Geschichten von wo Gott am Halten. Denn das sind ein paar von denen, was ich so dachte, was er zu mir reden würde,
wenn Studierende oder Lesende von Wort David für ein Verhältnis haben mit Gott. Wofür, wenn er im Kirche ruht und gehen sie in die Fien gehen, die, wo er Gott eine Ruhe frei und dann Gott sieht, entweder du sollst gehen oder du sollst nicht gehen. Ist das der rechte Zeit oder nicht? Und kriegst du dich ja wie auch. Nur Gott sein Teken lernen. Einmal ist die Zeit nicht eine rechte Zeit. Vielleicht sagt David, Gott auch das zu David sehen. Lüe, bitte du sprichst, was hören von mir, ein Teken hören. Und das Gott, das ich all sein, das ist der Gott, den wir auch kennen haben, als uns Helper, als Rotgeber. Der Heilige Jesus, den wir haben, als uns Helper und als Rotgeber, den wir in uns haben, zu allen Tiden. Und ich glaube, Gott wird geirrt, wenn wir arm eine Rotfrau tun, nur Dinge, was wir tun, was immer wir begehen tun in uns Leben, wo wir uns fein tun, wenn wir dann auch nur Gott gehen, nur Rot. Psalm 46, Vers 8 sagt, der Herr ist der alles regiert. Hei es mit uns, Jakob sein Gott, als unsere Zuflucht. Auch in Psalm 50, Vers 15 sagt er, traut mich, wenn du in der Not kommst, ich werde dir raten, und du wirst mich ehren. So viele von den Psalmen, ich finde auch viel Trost an, das sind, ich glaube, 70 oder 73 Psalmen sind, die von David seine Psalmen sind, viele von denen sind seine Zeugnisse, seine persönlichen Testimonies oder Leider, wo er so viel Trost fand in Gott. Und da habe ich auch Trost empfangen. Psalm 46, Vers 9 sagt, komm, bekicke mal den Herrn seine Wolken in der Verstümmelung, der er ab ihr Unrechten ungerecht haft. Vers 11 sagt, seht still und seid an, dass ich Gott sie, ich will manche Fälle geirrt werden, ich will ab ihr Unerkennung kriegen. Der Herr, der alles regiert, ist mit uns. Jakob, sein Gott, ist unsere Zuflucht. Hier Vers 12, das kriegt es, was der Vers 8 sein wird. Wut für Wut kriegt er rein, der Herr ist, der wird alles regieren wird. So, was haben wir hier über diese Geschichten lernen, von was wir in der Schrift haben? Römer 15, Vers 4 sagt, wo immer vorher geschrieben wird, wie geschrieben, dass wir dadurch lernen sollen, dass wir durch die Geduld und durch den Trost in der Schrift wurden Hoffnung finden. So Paulus sagt, alles, was vorher geschrieben wird, in der Alten Testament, also was immer ist, wo immer was abgeschrieben wird, für uns von zu lernen, dass wir dadurch Trost finden können, Geduld finden können und dass wir Halt kriegen und Hoffnung kriegen können. Und ich glaube, kriegst du das hier auch, aber das ist die Geschichte, wenn wir kicken, damit David seine erfahren hätten, wir können lernen von ihm, wo wir uns auf Gott vertrauen können. Wenn wir David sein Leben wieder betrachten, dann ich will nicht durchgehen, aber dann fragen wir vielleicht, wie David einer, der ganz fehlerlos wäre, nur der Wirkung. Er wird auch ein Mensch, der Fehler mehr anbietet. Aber was Gott von ihm sagt, dass er gleich hat, dass er wird ein Mann, was er von sehen hat, wird, he was a heart after his own heart. Und ich denke, als wir uns ein bisschen warm, ich glaube, dass wir kriegten, wenn wir uns dort heiraten, verlangen, arme rote Frauen, in Frauen, wo er von ihm will haben, und so wieder, in seine Zeit, wo er sich versinnigt hat, gegen Gott, wir lesen in 2. Samuel, das 11. Kapitel, wo er sich verschuldet hat, und wo er ein großes Leid sein hat, für was er getan hat. Und ich glaube, das wird Gott auch von den vielen Rechnen, die er ein Leid sein, was er getan hat, und er hat ein Verlangen, das Recht zu merken. Wir lesen in Psalm 51, von wo er sich reden wird von seiner Schuld und wo Leid an das wir, was er deut. So er hat ein großes Leid sein. So wir lesen verschiedene Dinge, was wir von ihm kennen, von lernen und was wir annehmen können ans Leben und das anwenden in unserer Zeit, wo wir uns fangen tun. Wir können lernen, dass wir uns gerne auf Gott verloren. Eine arme Frau, eine Rot. So, ich glaube, das ist wirklich von der Uhr, von der Tag, wo wir uns fangen tun, dass wir nur Gott gehen, nur Rot. Euer wie vorwärts gehen, allerhand Dinge uns Entscheidungen tun, dass wir unfairsäche Entscheidungen merken tun, und dass wir Gott gefragt haben. Nur. So, ich glaube, das ist wirklich nötig. Wir können lernen. Und mit Gott, wenn wir Gott in unserer Seite haben, dann sind wir mehr als Gewinner. Römer 8, 37 sagt, aber in all das haben wir die Übermacht, um den sie entsorgen, der uns Gott ist. Da
was uns Gott, hei as uns Gott, hei haf, hei leift uns. Wir werden noch schlüpfen im Gebet. Gott, himmlischer Vater, wie hat uns hier Wort von David seine erfahren hätten in seinem Leben fehlgenommen. Und Gott, du sagst, dass wir können lernen von den Dingen, die abgeschrieben sind, auch von verrückt, die vorher beschrieben sind. Und wenn wir David sein Leben betrachten, dann wir fangen viel Trost an, wo er hat Halb die Kräne in seiner Zeit, wo er in der Not wird, wo er sich findet, je in seine Feind, wo er muss weise Entscheidungen machen und wo er nicht die Keim nur rot eier, er jenken die Dinge anweis und anversächtig. Und Gott, ich danke dir, dass wir das haben, dass wir uns kennen nur rot rechten, dass wir auch kennen die gehen, wenn wir uns eins für Feindown im Platz in uns Leben, wo uns das auch nur rot und rot fehlen wird, dass wir kennen, nicht dass ein selben Gott gehen, der uns Gott ist. Dankeschön dafür, Herr, und ich bete, dass wir möchten wirklich das annehmen, was du uns verrückt hast, und dass wir das würden anwenden in unser Leben, zu allen Tiden, wo immer wir uns fangen, dass wir würden dein Rot annehmen, zu Wort und wo wir sollen versichtig umgehen mit unseren Entscheidungen. Ich danke dir, Herr, für die vielen Beispiele, die wir haben in dein Wort, von wo wir zu leben haben und was dein Verlangen ist für uns. In deinem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.